should I go? Should I stay or should I fuck? Ich mach den Scheiß hier wieder runter. Die VMP macht mich munter. So, meine Damen und Herren, lehnt euch zurück und gönnt euch. Haptic Crush ist wieder hier. Und willkommen zu einem neuen Video von mir, hier auf dem Kanal Haptic Crush. So unnötig. Und ihr seht da oben schon, ich habe einen Account und der heißt einfach Neues Gehalt. An alle, die sich jetzt freuen, so, die ihr neues Gehalt bekommt vielleicht bald, so, egal wie hoch euer Gehalt ist, ich verdiene so viel mehr Geld als ihr, es ist wirklich unfassbar. So, aber es ist ein neuer Account. Ich bin Level 1 und ich werde jetzt in ein Spiel reingehen, denn wir werden heute Reverse boosten. Du kleiner Hurensohn, du kleiner Hurensohn, ich schwöre es dir auf Gott, kommst du mir einmal in die Quere. Bist du einmal frech zu mir, schieß deine Mutter. Oh mein Gott, Digga, was sind das für Gamertags? Was? Was für eine Lobby bin ich? Die erste Lobby ist immer die schönste. Darum denkt man auch beim ersten Game immer, es ist das beste COD der Welt. Keiner läuft los. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. Nichts von dem hier ist kaputt. Jetzt werde ich von irgendwo angeschossen. Alter. Reprof. Zeig dein Aim. Oh, hier ist einer. Scheiße, bin festgenagelt. Es darf nicht wahr sein, dass es die erste Lobby ist. Nein, ganz ruhig, nein, wir werden Reverse boosten, um zu schauen, wie stark SPMM in Vanguard ist. Und um das zu machen, werden wir jetzt immer eine Sprengladung werfen und uns selbst killen. Es ist auch wirklich krank, was für ein Delay C4 hat. Ich bin auch dafür, dass nicht so wie im BO2 ist, dass man so die Leute immer mit C4 als so als Ersatzwaffe irgendwie mitnehmen kann. Aber ich bin dafür, dass es nicht so lang dauert. Viel zu lang. So, ich zeige euch jetzt meinen Controller. Wenn ich hier drücke, dann werde ich es zünden, okay? Und werfen. Jetzt erst tot. Das ist und dieses Experiment will ich unbedingt machen, um zu sehen, ob sie was getweakt haben an SPMM. Denn ihr müsst euch vorstellen, in diesem Game ist so vieles nicht fertig, so vieles funktioniert nicht. Aber SPMM ist immer perfekt zu release und wird immer jedes Jahr besser. Also anstatt des Game wird SPMM besser. So, ich will mich auch nicht beschweren. Das ist eher ein lustiges Video. Ihr seht, ich habe auch Spaß. Ich habe auch gute Laune. Ich meine, es ist drin. Es ist im Spiel drin. Wir müssen damit klarkommen, ob wir es wollen oder nicht. Man muss es ja auch nicht spielen. So. Aber was ich machen kann, ist jedes Jahr schauen, wie SPMM ist. Weil BO4 zum Beispiel hatte auch SPMM. Das kam ja nach einem COD, was auch SPMM hatte. Und im BO4 war es nicht ansatzweise so schlimm. Also es gibt unterschiedlich starke Skill-Based Matchmaking. Ich werde auch so in die Luft schießen, dass meine Prezi quasi so ein bisschen schlechter wird, weil das wird alles mitgetrackt. Wenn jemand eine schlechtere Prezi hat, auch wenn er eine gute KD hat, kommt er auch gegen schlechte Gegner in der Lobby, damit er nicht outgunnt wird. Hä? What the fuck? Hä? What the fuck? Oh mein Gott, Digga. Das ist so dumm. Gott sei Dank ist es vorbei. 2:48. Let's go. Nächste Runde. Guck mal, ich sehe wieder Zahlen. Ich habe so lange keine Gamertags mit Zahlen gesehen. Ist eigentlich auch ein bisschen Aim. Verziehen. Was muss ich hier sehen? Okay. Nein, ich sag noch nichts. Ich sag nichts. Wir sind noch gerade in der Reverse-Boost-Phase. Bro, was muss ich hier sehen? Wisst ihr, was mich am meisten aufregt? Am meisten von allem? Ist, dass so viele Leute immer noch sagen, die Spieler sind doch einfach besser geworden. Wir haben doch viel mehr gute Spieler als früher. Bullshit! Ich hasse das. Das wird immer wieder gesagt. Komm, komm, du kriegst mich. Na los, na los. Komm, ja, komm. Es gibt dafür keine Zahlen, es gibt dafür keine Bestätigung, nichts. Die Leute sagen es einfach. Es gibt SPMM und die sagen... Ja, das liegt daran, dass alle besser geworden sind. So ein Schwachsinn. Warum haben dann SPMM-Videos wie diese hier in der Vergangenheit funktioniert? Es gibt so viel mehr Noobs, weil so viel mehr Leute sich jetzt eine Konsole oder sogar einen PC, aber die meisten halt Konsole, leisten können. Es gibt so viel mehr schlechte Spiele. Auch die Gaming-Szene ist so viel größer geworden. So viele Casuals spielen einfach gerade. So viele Leute, die vom Bau kommen und sich ein Bierchen holen, um es dann mit den Jungs zu zischen, während sie COD daddeln. Oh mein Gott, der ganze Satz gehört eigentlich dem Schildhauer. Es gibt nicht weniger Noobs als früher. Das ist Bullshit. Im Gegenteil, die absolute Zahl an Noobs hat sich sogar erhöht, weil es eben viel mehr Spieler gibt. Wir treffen sie nur nicht wegen SPMM. Ganz einfach. Das ist, ihr habt es auch gerade gesehen, es gibt keine Noobs mehr, oder? Es gibt keine Noobs mehr, oder, Leute? Nee, es gibt keine mehr, ne? Nee. Das ist der Beweis. Das SPMM-System hat noch keine Daten von meinem Skill und kann noch kein Skill-Based Matchmaking anwenden und ich treffe solche Leute. Das ist der Beweis. Ja, ja, mich mit Molotow. Herzlichen Glückwunsch. Wisst ihr, wir alle sagen ja, wie gut wäre Cold War ohne SPMM. Das sagen wir immer wieder, ist ja nichts Neues. Na komm, du triffst mich, Willi, komm. Aber jetzt, wo ich die Lobbys sehe, ich meine, wir wollen ja keine Überbobs haben jedes Mal. Wir wollen auch gegen gute spielen. Aber ausschließlich gegen gute spielen. Sowas gehört in eine Competitive Playlist und nicht in Public Casual Shooter. Guck mal, solche Gegner in Cold War, das wäre so ein krasses Spiel. Oh, ich höre Jungolia, da geht die schon durch. Und? Triple Kill.
umsonst bekommen. Ist nicht für Noobs gemachtes Game. Nee, nee, Jam, du übertreibst. Warum holst du nur rum? Mimimi. Ach, die Kommentare von diesen dummen. Na los, Leute, holt mich. Na los, hol mich. Da, komm. Du kriegst mich. Na los, komm. Komm. Ah, spielst du Feuer, Moni? Ah, da hast du mich. Schleudere geballte Ladung! Schleudere geballte Ladung! Oh, jetzt spielen wir SND, jetzt ist perfekt. Es gibt keinen schlechten Spieler mehr. Die sind einfach alle besser geworden. Der Typ hat einfach einen schlechten Tag. Der ist eigentlich übel gut und Mütter. Ja. Gehen wir in den nächsten Typen rein. Der ist eigentlich auch gut. Okay, jetzt schaffe ich's aber. Yo, nice Waffe, Bro. Versuch's einfach da. Nee, wir sind nachgejoint. Und so spielt er. Komm. Nein. Oh nein. Nein. Oh nein. Tut mir leid, ich muss hier raus. Ich muss hier raus. Ich wirklich, ich schieße extra nicht so schnell. Ich will einfach gucken, wie lange es dauert, die zu holen. Nice Grafikfehler. Oh nein, Teammate, ich habe gerade ein Experiment hier. Danke, dass du weitergehst. Okay. Na, kriegt er mich noch? Ne, jetzt hat Teammate ihn. Alter, was sind das für Grafikfehler? Der Gunfight, wie lang ging der jetzt? 30 Sekunden oder so? Der hat mich nicht bekommen. Er hat mich einfach nicht bekommen. Deep. Ah, verstehe. Aber vergesst nicht, Leute, wenn jemand in den Kommentaren schreibt, es gibt keine Noobs mehr. Beziehungsweise viel weniger, weil alle sind besser geworden. Sie haben recht. Ist ja euch auch mal aufgefallen, wie oft gerade Goliath aktiviert wird? Na, dann aktivieren wir einfach noch einen drauf, oder? Aus dem Weg, Noob. Ich will kurz in den Spawn, Alter. Noch einer. Lass mich doch einfach in Ruhe in den Spawn laufen. Nein, noch einer, Alter. Was wollen die denn? Das ist ja wie so eine Wespenplage, Alter. Ich will einfach in Ruhe hier in den Spawn laufen, um zu gucken, was sie drauf haben. Das sind bestimmt ein paar Camper, oder? Ja, da. Oh, er hat mich gesehen. Nein, er hat mich nicht gesehen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das kannst du. Ja, da ist jemand. Na komm, hol mich. Ah, du bist angeschadet. Oh, ab in den Spawn wieder. Ach man, nein. Da kommt er natürlich mit der Feuer-Shotgun. Nee, Feuer-Sniper. Tut mir leid. Er hat auf einer Sniper Feuer-Moni. Nice. Komm, gehen wir einmal rein in die Masse. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Wirklich. Hier war noch irgendwo jemand. Da ist noch jemand. Und da ist noch jemand. Es ist so lächerlich, Digga. Okay, wenn ich in meinen Lobbys hier rausrenne, bin ich tot. Okay, die müssen sich halt erst vorarbeiten, ne? Ja, Dirty Pamper. Ja, ist richtig so. Zeig dein Ass. Oh, yeah. Schießt er hin? Was macht der? Also wirklich, ich habe sowas noch nicht gesehen in meiner Lobby. So, ich zeige euch jetzt mal was, okay? Warte. Erstmal den da wegholen. Ich zeige euch jetzt was, okay? Ich habe nämlich einen Raum gefunden. Kommt, kommt er. Da, die sind schon. Die sterben. Warte, hier ist noch einer. Da, ey. Da kommt einer rein. Tot. Noch einer rein. Da ist noch einer. Tot. Hier ist noch einer. Oh nein. Er schießt einfach gegen einen anderen und holt mich. Also ich hole jetzt die Kills und dann werde ich quasi besser und dann wird die nächste Lobby wieder schlimmer. Das ist dann der Beweis dafür. Also es könnte auch Zufall sein, aber ihr könnt es auch probieren. Das wird bei euch genauso laufen mit einem neuen Account. Das ist dann der Beweis dafür, dass es halt SBMM gibt. Das darf nicht wahr sein. Hier sind noch welche. Da ist noch einer. Ganz ruhig, Jam. Hier ist einer. Da. Der hat mich gesehen. Der ist, glaube ich, nicht so schlecht. What the fuck? Was war das denn? So, dann geht's weiter. Hier sind zwei. Einer da. Noch einer da. Hab ihn auch. Der Typ ist so widerlich, ne? Der eine, der so pre-aimt. Aber guck mal, wie geil die Lobby ist. Die ist so geil. Es wirkt sofort geiler, das Spiel. Obwohl das auf PS5 ist. Nicht mal PC. Na, fast, Bro. Fast. Oh Gott, Digga. Das ist so geil. Da ist noch einer, der hat mich gesehen. Na komm, hol mich. Ah, okay. Das war ihm zu viel. Gib mir dein. Oh nein, was ist das? Alter, was ist das für eine geile Waffe? Einfach die Pizzamaschine aufgehoben. Zeigt er sich? Nee, aber der andere. Gnadenlos. Let's go. Und ich hab Hunde. Es ist so lächerlich. Nee, aber es gibt keinen Noobs mehr, Leute. Er sniped Hunde. Angedockt. Im Sniper-Pre-Aim. Es gibt keinen Noobs mehr. Ach, ich habe übrigens selbst Goliath. Ah, lol.
Hä? Hier ist noch jemand, bestimmt hinter mir irgendwo. Da außen spawnen die. Oh, die Hunde gehen rein, Bruder. Oh, 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 diese Lobby. 63-19 und das, obwohl ich Shit gespielt habe. Ich habe mich nicht groß konzentriert, musste lachen, hab geredet. Das ist der Beweis, Alter. Na, warte, warum sind hier so viele Punkte? Nein, das kannst du nicht ausdenken, Digga. Nein, das kann nicht sein, Digga. Das kann nicht sein. Es darf nicht wahr sein. Es darf nicht wahr sein. Was muss ich hier sehen? Nein. Auf der anderen Seite machen die genau dasselbe. Na komm, kein Bock mehr auf der Chance. Na komm. Einer von denen nimmt C ein, der ist motiviert. Die spawnen hier, oder? Ja, die spawnen hier. Let's go. Nein, als ob die Streak hier reinballern würde. Das ist so lächerlich. Jetzt haben die auch mal, jetzt spawnen die einfach auf mir. Let's go. Ja, perfekt. Ja, da sind noch mehr. Das darf nicht wahr sein. Rechts ist jemand. Teammate hat ihn. Den hat Teammate nicht. Jemand hinter mir. Bestimmt spawnen die hier. Ja, das tun sie. Und zwar einfach, ja, bleibt einfach stehen. Gib mir einfach die Kill. Spawnen die wieder auf C. Der hat mich gesehen. Oh, der ist nicht schlecht. Der springt. Der ist ein paar Mal gesprungen. Das ist der erste, der springt, den ich gesehen habe. Scheiß drauf. Einfach mit STG rein. Guck mal, wie er da einfach stehen bleibt. Also er sagt, er lädt mich ein, ihn mitzunehmen. Er so, ja komm, hol mich ab, Bro. Schon wieder Goliath. Und das ist ja das Lustige, ich spiele nur mit Noobs, ne? Und man hört öfter denn je, feindlicher Goliath. Und daran merkt man einfach, diese Streak wurde eben für diese Leute gemacht. Die fühlen sich wohl mit der Streak. Sie fühlen sich wohl. Das ist wieder der Beweis. Diese Streak wurde extra für diese Leute gemacht. Und was benutzen sie? Nur Goliath. Weil sie alle denken, sie sind gut, weil die haben ja jetzt die Streak geholt. Alter, wie lang wollen die eigentlich auf mir spawnen? Hä? Hier hinten fährt irgendwo ein Goliath die ganze Zeit rum. Das nervt so hart, Alter. Danke, dass du da stehen bleibst, Bro. Da hinten. Alter, da sind zwei. Einer hier. Oh. Nein, wie oft? Warum holt mich keiner? Da ist noch einer. Zwei. Blind euch, dankeschön. Oh, jetzt sind wir hier oben. Ich werde irgendwo angeaimt. Da. Let's go. Noch einer da. Der bleibt einfach stehen, danke. Da ist einer vor mir. Meine Muni ist leer. Und ich bin tot, oder? Ja, jetzt bin ich tot. Und ich habe Hunde nochmal rein. Guck mal, wie die hier spawnen. Ja, spawn, meine Kinder. Spawn, spawn. Oh, ja. Ja, lächerlich, lächerlich. 82 Kills. Ey, Digga, nein. Ich bin shit und mach 82 Kills. Das ist lächerlich. Das ist der Beweis. Das ist der Beweis und das ist lächerlich. Und wer jetzt noch sagt, Skillbase Matchmaking gehört in Casual Shooter rein, der hat keine Ahnung. Die hatten ja nicht mal ein schlechtes Erlebnis. Den gefällt's. Wer ruft mich an? Yo, Basti, ich mach genau jetzt die Verabschiedung. Okay. Dann sag mal, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein. Okay, okay. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo auf dem Kanal da und Haptic ist ein Bastard. Sei ehrlich, ist gut, oder? Ja. Oh, okay. Bis gleich. Bis gleich. Also, ich sehe schon die Lobby, ich krieg einen Herzinfarkt. Wenn euch das Video gefallen hat, warte, ich gehe raus, ich hebe mir die Lobby auf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin.